Hallo und willkommen zurück zu Arc Aberration aus dem Livestream von Koya. Und der ist auch mit am Start. Moje. Genauso wie der Xar. Moin. Die Sinde. Hallo. Der Hippo. Hallo. Und unsere gute Seele, die Kia im Off. Hallo. Ich finde das ja gerade so toll. Ihr seht bei mir nur Dödis, darum geht es bei mir auch heute. Es werden immer mehr. Und was die anderen machen, das ja, sollen sie selbst erzählen, ne? Ja, mein Drachen ist ein bisschen hochnäsig, der redet nicht mit jedem. Nö. Ja. Nö. Ich sag das nicht, nö. Ich red nicht, nö. Mit dem Fußvolk da red, nö. Nö, du brauchst gar nicht so zu gucken, nö. Ja, wir haben den Megalosaurus fertig gezähmt. Der Hippo sitzt drauf. Das Tierchen hat richtig schöne Werte, wie ich finde. Mit 4.500 Leben. Oh, ich geb doch gerade mal Level drauf. Ha. 160 Damage, ordentlich Stamina mit 1200, das ist echt gut. Und den bringen wir jetzt nach Hause. Sinde hat ihren auch fertig gezähmt. Oder ihre. Ja, genau. Das heißt, die versuchen wir jetzt zu finden, die gute Sinde. Und dann würde ich sagen, watschen wir mal los. Wenn wir denn die richtige Richtung haben. Ich bin gespannt. Wie schnell ist denn der so? Kommt der hinterher? Jo. Na, er scheint ein bisschen langsamer zu sein als die Drachen, aber geht. Aber kommt schon. Ja, da kein Problem. Oh, Moment. Habe ich noch mein Licht an? Ja, habe ich noch. So, hier können wir doch mal ein bisschen kauen, dann kriegt er auch ein paar Level. Heißt, richtig kauen werden wir dann erstmal bei Sinde sehen. Hau mal rein. Achso, tot. Okay, die nächste gehört dir, da haust du mal. Ich will mal sehen, was der für einen Schaden macht. Da, die Ratte. Links ist eine Ratte. Ich häng fest. Ja, das sieht man. Das ist sehr elegant. Das ist echt gut, dass wir Hippo da gegeben haben. Sehr gekannt. 207 Damage, das ist geil. Für noch 0 Level drauf. Das heißt, der macht jetzt schon mehr Schaden, als mein Drache gerade gemacht hat. Das ist erbärmlich. Ja. So, ich schau mal, dass hier die Elektrophoros nicht drin sind oder so, aber sieht eigentlich gut aus. Jo, sieht sauber aus. Ja, kannst durch. Also, ich kann ja noch mal gerade wiederholen, unsere Rocktracks sind fertig, ne? Oh ja. Also, ihr solltet weiter zurückkommen. Richtig schneller Schwimmer. Na jetzt. Ja, so ein paar Schwachpunkte müssen sie ja auch haben, ne? Nehmen das. Na, ja, schon weg. Nö. Ich war da noch einer. So, sind gleich da, Sinde, soweit ist es nicht. Ja, alles gut. Wartest du oder bist du schon vorgewatscht? Hippo, hast du wieder deine Rüstung an? Nee, hab ich nicht. Die kann ich auch nicht wieder anziehen, die ist im Arsch. Ach, die ist komplett kaputt, okay. Ja. Dachte, ich wäre noch kurz vor. Ne, der Basilisk hat daraus kurz einen Prozess gemacht. Ah, okay. Achso, einen Kackekäfer habe ich noch im Off gezüchtet. Ich glaube, das haben wir gar nicht in der Folge gemacht. Hier, beiß mal rein. Da gibt Punkte. Die ist groß, die Ratte. Ich muss so kurz skillen. Ich stehe hier irgendwie mit so einem Rockdrechsel. Ja, ich will sie nur ein bisschen weich kauen. Hier muss man mittlerweile klettern können. Jo, die Bissfrequenz ist echt gut. Die Bissfrequenz ist mega. Also was der für ein SPS raushaut, muss klasse sein. Jo, das kann sich durchaus sehen lassen. Nicht übel. Wir brauchen noch einen Namen für die gute. Für die Schnarchnase. So, ich glaube, hier müssen wir jetzt schon links hoch und dann sind wir da. Oh, die lädt aber elendig langsam Stamina auf. Ja, das ist wahrscheinlich wie bei den Kanus, die brauchen auch immer ewig. Am besten ein bisschen Fleisch füttern. So. Und für den Kollegen hier brauchen wir auch noch einen Namen, ne? Unseren Balbi. Richtig. Wie viel Leben soll ich dir denn mal so hochleveln? Ja, was? So 7 erstmal. 7,5 würde ich erstmal machen und dann würde ich ein bisschen Damage geben und dann am Ende nochmal Leben halt. Dornröschen. Dornröschen ist schön. Finde ich schön. Oder? Was sagt ihr so? Joa. Mir ist das wurscht. Mir ist das wurscht, kannst du auch nennen. Okay. kommt ihr? Warte auf, Hippo. Und Sinde, an dich die kurze Frage. Wir sind jetzt beim Aufgang. Bist du schon ein Stück hoch oder bist du noch unten beim See? Nein, ich bin oben. Ganz oben schon? Ja, oben direkt da, wo es ins Grüne dann geht. Ah ja, perfekt. Okay, dann dauert es mir. Kommt ihr? Hippo? Warte, ich war noch auf, Hippo. Ich bin näher am Füttern. Ja, du brauchst noch ein... Was? Ja, ich habe ganz viele Level schon auf Leben gegeben. Ich war gerade halb tot. Ach so, ja, gut. Da oben ist eine Heilpflanze gleich. Da kannst du... So. Ja,
glaube, hier kam eine, oder? Um die Kurve irgendwo. Ja, könnte sein, dass irgendwo eine war. Gut, jetzt brauche ich sie erstmal nicht. Denk dran, hier sind diese Pilzsporen. Ich weiß jetzt nicht, ob das Hippokrat wehtut, wenn er hier durchläuft. Also, kriegst du richtig Schaden auf der Rüstung? Koja? Nee, kriege ich dann nicht. Dann kann Hippo durch, dann ist es bedenkenlos. Ich bin gespannt, aber ja, müsste. So, wir sind jetzt an der Zipline vorbei. So lang jetzt sind ja immer die Letzten, ne? Weg bleibst, sollten auch keine Pilze was ausspucken. Hui. So, ich bin auf dem Weg. Ich bin jetzt im grünen Gebiet gleich. Ich müsste sie eigentlich sehen, ich habe hier Lampe an. Naja, die sieht man leider nicht so weit. Ach so. Ich bin da ein bisschen nach rechts gegangen, da ist so eine kleine Ebene. Und da zähle ich eine Ziege. Zurück? Ach so, du zählst eine Ziege. Einmal noch fressen, dann kann ich kommen. Ja. Warte. So, Hisse. Ja, stopp. Rechts, hier hoch. Bist du schon im grünen Gebiet drin bei den Bäumen oder bist du noch im blauen? Hier gibt's schon Bäume. Ach, seh dich. Hi. Einfach weiterlaufen. Ich guck grad, wo die Ziege ist. Ich sehe sie nicht mehr. Wie willst du denn die eigentlich jetzt nach Hause bringen? Nur mal so doof gefragt. Und da ist ja noch einer, der ein Ding in der hat. Der kann doch tragen im Maul, ne? Ja, dann darf er aber nicht mehr kämpfen. Ja, dafür habe ich meinen aber ja auch noch hier. Ja, ich weiß nicht, ob du den ins Maul was geben kannst. Nee, kann ich nicht. Aber den habe ich ja, auch auskämpfen. Du müsstest drauf reiten, damit er was trägt. Behält er, ich weiß nicht, wenn du einmal schnappst, ob er es dann behält im Maul, aber wahrscheinlich lässt er fallen, wenn du absteigst, ne? Halt, Hippo, halt, stopp! Zurück. Glaub, er lässt es fallen, aber. Komm mal zurück. Er ist noch nie ausprobiert. Du musst die Ziege wohl nehmen jetzt, wo. Also Sinde hat eine Ziege gezähmt. Ich kann da nichts für. Das. Du kannst auch das Pferd tragen, wenn das geht. Pferd? Was denn für ein Pferd? Das, was vor dir läuft. Ihr kommt ja. Rund heim und das wollte ich gerade kauen. Ja, kannst du auch machen. Du kannst aber auch einfach das Scheinhorn nehmen ins Maul und warte mal, jetzt brauch erstmal. Hast du die Sattel bei dir im Gepäck, Xa? Ja, hab ich. Sekunde, wir sind dann. Bleib mal kurz stehen, dass der einen Sattel kriegt, deine. So, jetzt liegt ganz unten. Lüg mich nicht an, der liegt bei mir ganz oben. Ich hab's gut, dann hast du die Sortierung anders. Ja. So. Oh, hat einen Sattel, kann weitergehen. Achso, ich könnte natürlich auch die Ziege auf die Schulter nehmen und den Vogel fliegen lassen. Fliegt der auch wirklich? Ob der so schnell ist? Hüpft der nicht hinterher? Ich meine, der wäre relativ schnell, ne? Ich glaube, der flog, aber ich weiß nicht. Nicht, dass er zwischendurch landet und dann... Ja gut, aber sobald irgendwas heißt, das ein bisschen AE macht, wie eine Krabbe, ist der Vogel, glaube ich, auch ganz schnell Geschichte. Ich würde auch lieber den Vogel nach Hause bringen, sicher, als... Ich meine, du kannst ja das Scheinhorn auch irgendwo hier zwischen die Felsen klemmen und dann gleich mit dem Rocktrack abholen gehen. Kannst du es noch mit dem Rocktrack holen gehen dann, ja. Das geht ja fix. Der Hippo kann doch mal zubeißen und gucken, ob er es mitkriegt. Mit Rechtsklick, glaube ich, war das. Müsste Rechtsklick gewesen sein. Oder war es C? Ich C kann es auch gewesen sein. Zack, Ziege tot. Das ist möglich. Lauf mal vor, Sinde. Und pfeif mal ab. C brüllt er. Pfeif mal ab. Ja, so, und jetzt? Rechtsklick? Jetzt hast du so. Nee. Ja. Ja, ich krieg die nicht. Ups. Ja, dann würde ich sie hier irgendwo parken an deiner Stelle. Na, das geht nicht. Jetzt habt ihr einfach eine Ziege. Ja, die lief da so rum. Ich hab halt auf euch gewartet. Könnt froh sein, dass es keine 5 Pferde sind, ne? Genau. Es ist halt ein Miniaturhahn geworden. Miniaturpferd. Können Sie jetzt entscheiden, ob wir den Kackekäfer hier lassen oder die Ziege? Ja, war da mal eine blöde Frage, ne? Ich kann auch so einen Käfer irgendwo hier zwischen die Felsen klemmen. Was kann ich denn dann überhaupt mit dem Vieh aufnehmen? Ich weiß es nicht. Eigentlich müsstest du das aufnehmen können. Soll das alles bis. Vielleicht nur kleine. Du kannst mal versuchen, kleine Tiere. Versuch gleich halt. Lass mal den Balbi da vorne leben. Ja, nimm den mal. Also, wahrscheinlich geht's nur bei Wilden. Auf jeden Fall gehen. Oh, da ist auch mal einer. Ja, jetzt kannst Balbi du mit geht. Links Schaden auf den machen. Das ist halt sehr brutal, aber effektiv. Da vorne rennt noch einer rum. Was hat denn der für ein Level? Das ist ein Kano, oder? Ja. Das ist ein Kano, ja.
Ah, das sind gar noch? Ja. Sag grad so aus. So, jetzt rechts abbiegen müsste eigentlich eine Pflanze kommen, aber du brauchst keine mehr, hast du gesagt. Ja, aber ich kann gleich nochmal ein Level vergeben, dann brauche ich wieder eine. Ich weiß nicht mehr, irgendwo hier war die Pflanze. Hast du das noch, Xavo? Ja, wir müssen die jetzt nicht extra suchen, ne? Also, es kommen noch mehr unterwegs. Ja, dann machen wir das so. Dann gehen wir an den Fluss. Und rechts weg. So, jetzt kommen Level. Levels. Ich muss sagen, schon ein bisschen enttäuschend, wenn man so sieht, dass dieser Drachen, dieses riesen Mega-Vieh 196 Schaden macht und da kommt ein ungelevelter, kleiner, zierlicher Megalosaurus und haut mal eben 200 Schaden von Haus aus raus. Ah ja. Und ist nicht mal mehr Mate-boosted. Und vor allem doppelt so schnell als die Drachen. Ja, was die Hitgeschwindigkeit betrifft, ja, oh Gott. Ja, die Krabbe ist groß. Ich will es gar nicht wissen. Dass ich will das Level nicht sehen, hör auf. Hör auf. Mein Gott. Oh, 72 nur. Ja, so viel zum Thema Schaden. Seid ihr? Ich hab schon deinen Fluss weiter. Fluss rechts hoch, wo bist du denn? Ich kämpfe hier gerade mit dem Skorpion. Skorpion? Ja, ja. Mehr Krabbe gibt aus Mauer. Alles gut, alles gut. Dein Vogel ist da auf Fliegen, deshalb dachte ich mir so. Alles okay. Denk dran, also wenn eine Krabbe zuhaut, ist dein Vogel weg, ne? Wir gehen doch eh nach Hause, oder nicht? Ja, aber unterwegs sind 1000 Krabben und 400 Spinos und die machen alle AOE-Schaden. Ja gut, du kannst natürlich nicht kämpfen und hinterherlaufen, aber... Ja. Das Einzige, was du machen könntest, Sinde, ist dem Xar den Megalo geben, dann nimmt er den und du versuchst zu fliegen. Mit deinem Drachen, dann kriegst du eventuell... Mit dem Flattervieh hinter dir das Ganze schnell hin und kannst vieles Binus überspringen. Oder gibt's ja gut, ich kann jetzt auch hier irgendwo auf den Felsen hochkraxeln, den Käfer hinsetzen und das Scheinhorn nehmen. Wir machen das so, ich finde das gerade eine gute Idee. Ich nehme dir den Megalo gerade ab. So. Jetzt kannst du fliegen, Simbe. Einfach gleiten, dem Fluss entlang. Wenn eine Gabelung kommt, tendenziell links halten. Bei Simbe. Ja, er kommt hinterher, der Kleine. Schafft er das? Also er kam gut hinterher. Ja, stimmt. War erstaunt, wie schnell der war, der Kleine. So, wie klettern denn die Megalos so? Gar nicht. Stimmt ich gar nicht, also die sind relativ kaulo klein. Wahnsinn, was das eine Killermaschine ist, ey. Mach mal die Krabbe. Ja, da habe ich mal ein bisschen Angst, dass ich mich runterziehe. Ja, ich rette dich zur Not. Na, klasse. Komm, wir hauen da zusammen rum, hau mal drauf. Das ist Wahnsinn. Ich meine, die war jetzt nicht groß, aber... Gut, wobei es ist auch, glaube ich, Tag mittlerweile. Also er dürfte nicht mehr so viel Schaden machen. Ich glaube, ist das nicht egal? Ja doch, er macht nachts mehr Schaden. Nee, aber ist hier unten nicht immer Nacht für den? Ach so, das ist die Frage. Also jetzt zumindest hier ist es relativ hell, also das würde ich jetzt nicht gerade als dunkel bezeichnen. Ja, aber er macht immer noch 217 Schaden, der Hippo, also würde ich behaupten, er hat den Buff noch. Würde ich auch glauben. Ich glaube, die haben hier in Aberration Perma-Buff, sozusagen. Ja, dieser Spino. Ja, hier weg. Wahnsinn. Ich verstehe schon, warum alle diese Megalosaurier lieben. Wir brauchen unbedingt noch ein großes Männchen. Wir müssen die nochmal züchten. Und klappt's inne? Ja. Sehr schön. Dumm gefragt, ich bin gerade irgendwie zu blöd, hättest meinen Waldstock zu laden. Ja. Was zu jagen? Laden, Entschuldigung. Der lädt, glaube ich, von alleine oder nicht? Du kannst du nicht laden. Du kannst mit dem Balbdock auf dem Rücken, wenn du den auf dem Buckel hast, ja. Kannst du loswatscheln und so ein, wenn du so einen Käfer hast, ja. So einen Leuchtkäfer, dann läufst du hinter so einem Käfer her und drückst E. Die Hitbox da ist eigentlich sehr klein, das musst du irgendwie so. Ja, man muss warten, bis er relativ tief runterkommt. Kommst du wahrscheinlich nicht gern. Ja, nee, der sagt mir nämlich, lege Batterien ins Inventar, um zu laden. Ja, das ist falsche Anzeige.
Du musst einfach nur mit. Ja, gut, dann hast du den Vibe-Dog nicht auf dem Rücken. Kann das sein? Kann nicht sein. Schau nochmal genau. Oder der Vibe-Dog ist voll. Halt links. Nee, er geht ja nicht an. Ja, ich wollte nur so wenig Wasser wie möglich zwischen mir haben. Ja, dann hast du vielleicht einfach aus. Wir würfen doch mal ab und schau, ob da Charge, was weiß ich, 600 von 600 steht oder ob da was leer ist. Dann siehst du... Die Krabbe kommt gerade an, glaube ich. Gleich mal, ja, wenn ich den Raptor, der mich gerade überfällt, getötet habe. Das war knapp. Bola. So. Ein Weihnachtstrack, genau. Darum hat Xar diese wunderschöne Farbe. Wurde sich gerade gewundert im Chat, das kann man ja auch... Hier nochmal wieder. So, komm, jetzt mach mal die Krabbe alleine, Hippo. Ich helfe dir im Zweifel. Ich will das mal sehen. Ey, jetzt geht die auf mich. Ich will die nicht tanken. Es ging genau darum, dass... Ja, dauert aber trotzdem ein bisschen. Aber ey, die okay. War 76. Weißt du, wie lange ich an der 72er für ihn rumgekaut habe? Das willst du gar nicht wissen. Ich will auch so einen. Ja, gut, okay. Ich meine, der macht viel Schaden, ja, aber der, die Stamina ist aber auch schnell weg und dauert ewig, bis sie wieder aufgeladen ist. Muss er halt da auch noch ein bisschen draufleveln, dann muss man dem da halt auch noch 2000 Stamina verpassen. Ja, aber dann war das halt wieder, also hast zwar länger, musst aber auch länger warten, bis er wieder voll ist. Also bringt jetzt ja. Im Endeffekt auch nicht so viel. Ich meine, das kannst du jetzt auch nicht die Supermaschine erwarten, aber hallo? Ich finde, was der raushaut, ist sehr beachtlich. Ja, stell dir das jetzt mal gut. Mit Mate Boost vor und noch gelevelt, dann macht der 400 Schaden auf einmal. Und. Was? Ja, denn sind die getampt auch nicht ein Weibchen? Das ist, sind beides Weibchen, ja. Achso, okay. Ja, deshalb, wir haben noch keinen Mate Boost. Das ist. Also schon. Da kommt schon noch einiges, was du da raushauen kannst mit denen. Und das bei jo, der jo. Frequenz, in der sie zuschlagen. Ja, keine Frage, die machen gut Schaden, aber ob der Mehrschaden so viel bringt, weil du einfach nicht so mobil bist wie mit den Drakes. Ja, gut, du kannst halt jetzt keine Wände. Wenn du Fleisch sammeln willst vor der Basis, ist der natürlich super, keine Frage. Ja, aber jetzt nur mal so angenommen, die hätten wir jetzt dabei gehabt beim ersten Rockfrag holen statt den Spinos. Ja, aber können die denn überhaupt die Strahlung ab? Ja, die sind immun, so wie ich das verstanden habe. Ja, so wie ich das verstanden habe schon. Bist du das da vorne, Sinde, mit dem Kämpfen? Oder ist das? Ich kämpfe nicht, ich bin zu Hause. Nee, das ist Hippo, oder was? Ja. Sehr gut. So, gibt gleich Nachwuchs in wenigen Sekunden. Und der Spino sieht schön aus, ne? Schön durchgesammelt. Ah, ja. Naja, bitte, nee, das ist Level 116. Naja, nee, das Segel ist mir zu rosa. Ja, und da sind wir auch sehr schnell weg. 28, Level schön. Wo ist denn jetzt der... Ach da, Level 83. Da ist er. Komm mal hier rüber. Galo bewegt sich nicht. Schon. Oh, jetzt ist der ins Wasser. Das wäre noch so, weißt du, das wäre noch eine Funktion, die man den Drachen mal spendieren könnte. Tragen von Gegnern. Dass die, dass ja, die, einen das, die, das die Krallen nehmen könnten. Das ja, Ganze wäre, glaube ich, auch wieder zu einfach machen. Und dann mit einem Vieh in den Krallen klettern und so oder was, das wäre auch. Ja, natürlich. Ja, das stimmt. Das geht dann halt nicht. Guck mal, da kommt ein Paracer mit einem Spino runter. Das ist schön, das sind schöne Level, Hippo. Gleich rechts abbiegen. Finde lacht schon wieder, Schäbig. Ja, sie malt schon wieder weiter. Irgendwas malt sie schon wieder. Ups. Nein, ich bin runtergefallen. Ich habe mir die Augen zugehalten, weil ich nicht wusste, ob ich das überlebe. Ja, ja. Dann das Augen zu halten, auch eine gute Taktik. Das rettet es vielleicht nochmal. Ja, wer weiß. Was ich nicht gesehen habe, ist nicht passiert. Genau. Du siehst mich nicht. Oh, du blöder Vogel. Hey. Wollte ich mal singen. Guck mal, der Kleine von der Sinde macht mal auch eben 155 Schaden. Genau, ja, meiner hier, den habe ich jetzt schon ein bisschen gelevelt. Der macht mittlerweile 250 oder so. Getötet. 100er Spino. Oh, ja. Der oh, ich bin ganz schön voll wieder. Ja, ich habe auch schon eine ganze Ladung Fleisch rausgehauen.
Oh. Das war ein One-Hit-Parer. Den Fisch nehmen wir mal mit für die Otter. Hm, interessant, bei den Ratten mache ich weniger Schaden. Da haben sie wahrscheinlich ja, die, sind vielleicht zwei. Die, ja, jetzt nicht mehr. Könnte auch sein, dass sie ein bisschen andere Rüstung haben. Das ist mir schon bei manchen, also bei unterschiedlichen Linien aufgefallen. Die einen kriegen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Soll ich dem auch ein bisschen Gewicht geben hier, dem Kollegen? Ja, nö, würde ich jetzt nicht. 400 irgendwas, was er hat, sollte doch reichen eigentlich. Okay. Ja, muss man halt etwas mal aussortieren. Ja, oder looten ausmachen. Das ist nur doof beim Fleisch halt. So, ja gut. Schubsi, schubsi. So war das mit dem Angreifen jetzt nicht gemeint. Naja. So, jetzt warte mal, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt will ich mal was ausprobieren. Los, greif an. Pass. Pass. Der macht gerade mal 20 Schaden. Was ist denn da jetzt los? Ist hier noch ein weiterer Paar? Warum macht er. Jetzt macht er 155 Schaden. Was ist denn da los? Jawohl, hä? Boah, jetzt macht er nur 20 Schaden an dem Paracel. Das verstehe ich jetzt nicht. Und sobald ich aber in die Nähe komme, macht er wieder mehr Schaden. Das ja. Macht er wieder 100. Ist das mit dem. Ach, ist das mit dem Licht vielleicht? Warte mal. Nee. Geh mal in die Nähe. Ich glaube, wir haben ihn. Ich glaube, jetzt ist er irgendwie. Jetzt hat er den Buffen. Dass er, also den Debuff hier. Eigentlich. Naja, du kannst nochmal abpfeifen, wenn er sich dann sofort hinlegt zum Pennen, dann weißt du Bescheid. Ja, das stimmt. Moment. Mach ich mal. Die schlafen hier aber eigentlich nicht in Aberration. Nee, aber warum hat er jetzt nur 20 Schaden an einem. Der legt sich auch nicht hin. Eigenartig, das verstehe ich jetzt nicht. Seltsam. Ja, warte mal, lass mich nochmal testen. Hau mal nicht drauf rum. Schwierig. Moment, ich krieg ihn nicht ins Target. Ah, jetzt geht automatisch, ne? Genau, und hau rein. 155. Drachen sind erwachsen. Ja, wir werden jetzt gleich die Drachen noch. Ja. Da vorne ist wieder ein Paracel. Ich probiere es nochmal dran. Die backen nur leider hier irgendwo im Dingen rum. Ja, kannst du ja rauspfeifen, das sollte gehen. Gummi. Haben wir eigentlich schon. 20 Schaden. Mist hier. Haben wir schon Zettel für die Drakes? Müsstest du halt runternehmen. Was? Die runternehmen. Also, vorhin sind es. Ab und an macht er viel und. Also, mit anderen Worten, nein. Nein. Oh, jetzt bin ich im Boden. Ups, so. Eigenartig. Ach so, das ist, weil nicht gesteuerte die Attacke zum Aufheben machen wollen. Echt, sind die so dumm? Und bei so großen Tieren versuchen die Aufhebattacke zu machen? Das ist ja sehr dumm. Ja, aber er hat vorher doch eigentlich ganz ordentlich angegriffen. Warum ja, kommt er dann plötzlich auf die dumme Idee, den hochbringen zu wollen? Hab ich auch nicht. Wahrscheinlich ein paar Paracels nur verbuggt. So, schauen, was macht er beim Stego? Nö, da macht das auch. So, dumm. Ist nicht. Ist halt ein Dummerchen. Aber jetzt nicht mal. Haben wir das ja, festgestellt. Damit hat er den Namen jetzt auch schon weg. Ja, nur wollte ich, genau gerade das wollte ich gerade machen, ja. Options, change name. Nee, ist gut, dass hier unten so viele ausgewachsene Rockdrakes liegen. Man kommt ja auch gut hin und her noch. Ja, das habe ich vorhin schon gesagt. Da musst du echt klettern können. Das ist doch die. Aber jetzt müssen wir halt erstmal 3 Sattel bauen. Es wird nochmal hart, ne? Oder 4 Sattel eigentlich sogar. Wegen den Kristallen, ja. Wir hatten letztes Mal 4 mitgebracht, aber ob es 4 Sattel reicht? Ich schau gleich mal. Hätten wir jetzt nochmal. Wir waren ja eigentlich da, ne? Wir hätten es direkt. Alter, ich raste hier gleich aus. Wo bist denn du? Ich hänge hier zwischen diesen scheiß Drachen fest. Das muss man üben, Hippo. Sonst pfeift doch einfach ein. Die sind alle auf so nah vor, ja, dass er dich runterstupsen. Alter. Pfeif einen auf Follow, so. Der schubst dich runter. Der läuft mit dir und schubst dich runter. Noch 8 Minuten, dann gibt's den letzten Dödi für heute bei mir. Oh Gott. Folge wäre aber auch wieder um. Sowas aber auch.
So, hier haben wir noch Dornröhrchen. Aber ich glaube, die wollen alle nochmal schnell die Rockdrakes sehen, oder? Komm jetzt auch rüber gefluppt, ja. Ich weiß noch nicht. Siehst nur nichts, nicht viel. Hängen da halt in der Plattform fest und gehen dann mal im Sack. So. Also eine steht sogar Kopf. Stimmt, einen Sattel können wir von Sindes runternehmen. Der braucht jetzt erstmal keinen. Ja, aber das hat sich ja im Vergleich zu eben sehr das sortiert. Heißt, das wir brauchen aus. Noch zwei weitere, oder? Also wenn wir den einen von Sinde runternehmen, wenn wir den mal mit einkalkuliert, zur Not nehme ich auch den von meinem runter. Also ich habe jetzt hier zwei Sattel. Ja, dann brauchen wir noch einen. Wenn wir den von Sinde nicht runternehmen, ja. Wenn wir den runternehmen. Wir haben vier da unten stehen. Wir brauchen vier Sattel. Vier frische Sattel brauchen wir. Einen nehmen wir von Sinde, das heißt, du musst drei bauen. Okay. Ach, Repo, hast du den Sattel jetzt schon runtergeholt? Ja. Ach so. Warum? Nicht richtig? Doch, ich habe mich nur gerade gewundert. Ich wollte ihn nämlich auch gerade holen. Versuch mich mal von der anderen Seite vorsichtig zu nähern. Und so. Die Sättel sind fertig. Aus diesem Schwitzding. Hast du sie alle dabei, die Sattel, oder müssen wir nehmen? Ja, ne, hab ich bei. Ach so, okay. So, dann. Boah. Am besten du springst von oben runter, Xa. Ne? Mach doch gerade mal einen Sattel hier auf meinen, dann tue ich den schon mal weg. Ja, wenn ich da rankommen würde, mache ich das. So, dann hätte Klicksklee einen Sattel. Und vier Nähen hat drei Level schon. Ah ne, Moment, gehen wir hauptsächlich auf Stamina erstmal. Müssen wir ein bisschen Gas geben bei der Stamina. Boah. Alter, Xa. Guck nochmal für Nähen an und schau mal, was der für ein Leben hat. Für ein Damage hat. Alter Vater, jetzt bin ich aber echt baff. Alter, was haben die denn von der Hitbox? Das ist doch zum Kotzen. Er hat jetzt, ja, dann sage ich es euch mal eben. Wir haben gerade einen Melee-Damage von 358,7 auf dem Drachen. Alter, wo hänge ich denn jetzt hier fest? Das habe ich mich von heute. Oh! Wo bist denn du, Xa? Ach, da! Komm mal her! Ich nehme dir den Drachen ab. Die schmeiß hin. Oh, jetzt habe ich ihn gegessen. Den Sattel, oh. Wie siehst du aus, ja? So. Ich weiß eigentlich wirklich nicht, wo du da festhinkst. Da war eigentlich nichts. Ja, guck mal. Siehst du mich, Euer? Warte mal, Sekunde, ich mach grad einen Sattel drauf. So, jetzt, ja? Ich lauf jetzt geradeaus und. Läufst einfach geradeaus, ne? Es geht, da ist gut. Nein, ich zuckel hier rum. Da geht's nicht weiter. Okay. So, Sekunde, ich mach den Drachen weg. Ja, war sehr elegant. Ja, weil er Klettern nicht aktiv ist. Mhm. Hatte ich auch gerade das Problem. So, soll ich wieder rüberkommen oder schaffst du es jetzt, Xa? OP auch in Sattel. Ne, jetzt bin ich angekommen. Jetzt bist du drangekommen, sehr gut, okay. Ich hatte da wohl irgendwie in. Unsichtbaren Drachen irgendwas. Matze, dann packe ich dir einen drauf auf Nom Nom. Gerne, gerne. Hier, wir machen das jetzt noch ganz kurz in der Folge. Dann wird die halt mal kurz ein bisschen länger. Hier wird es uns verzeihen. Ja, wird sie mal kurz ein bisschen länger. Machen wir mal kurz ein bisschen länger. Pass mal auf. Und morgen machen wir eine, die wird länger, ein bisschen kurz. Die wird kürzer, ein bisschen lang. So, pass mal auf. Jetzt will ich mal gucken, was das für einen Schaden macht. 100. 279. Boah. Ich hätte jetzt mehr erwartet. Aber ohne Mate Boost oder sowas. Also 279. Wie viel Schaden hat ihr denn? Ich hab 358,7%. Das ist krank. Das ist voll viel eigentlich. Hab ich auch. Ich hätte jetzt mehr erwartet. Ich hätte jetzt mehr. Verdammt, kacke. Ich dachte, jetzt kommen so 400. Bam. Nö, 279. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss. Tschüss.